Willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. In der letzten Folge haben wir ja Easter Eggs auf dem Moon geortet und in dieser Folge wollen wir mal eins oder zwei oder drei anfliegen. Mal sehen, wie weit wir es schaffen. Also, der Moon. Immer noch hier. Ja, und da gibt es einige festgestellte Easter Eggs und da schauen wir jetzt mal, wie wir da hinkommen. Also, dazu gehen wir in unser Vehicle Assembly Building, Fahrzeugfabrik, auf Deutsch. So, dann habe ich hier schon mal eine Rakete vorbereitet, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Zack, da steht sie schon. Ja, ist natürlich overpowered, ne? Aber diese Konfiguration, diese sternförmige, habe ich mir vor vielen Jahren mal ausgedacht für meine erste Duna-Reise. Da hing der Rover noch nicht drunter, da hatte ich den einzeln hingeschickt. Aber jetzt habe ich einfach mal einen kleinen Rover schnell zusammengetackert und unter das Teil gesetzt. So sternförmig deswegen, weil eine Triebwerke außen hängen können und man Rover dann praktisch in der Mitte absetzen kann, ohne dass der unter dem Triebwerk hängt. Alternativ können wir den Rover auf die Spitze und müsste dann irgendwie abheben und gescheit runterkriegen oder hier so an der Seite festmachen und den dann versuchen runterzukriegen, ohne dass er explodiert. Aber das hat sich ganz gut gemacht, das so zu machen. Nach meinen Erfahrungen. So, was jetzt noch mal fehlt, machen wir noch ein paar Stützstreben rein. So, was hier. Erstmal wieder den Fang an. Und natürlich, wenn wir schon drei solche Seiten haben, machen wir auch drei solche. Wie nennen sie sich? Verbindungsstreben. Gut, also damit es nicht so wackelt. Deswegen ist es auch von oben die einzelnen Beinchen oder Ausleger zum Teil verbunden. Ja, ihr seht schon, ich habe eine recht riesige Rakete drunter gepackt. Aber ich will wieder die direkt Flieg zum Moon Version ausprobieren. Ja, und deswegen stellen wir das jetzt mal auf die Startrampe. Sonne geht gerade auf, aber noch ist nicht gesagt, dass wir jetzt schon starten können, weil wir wissen ja, der Moon muss wieder erst in richtiger Position sein. Beziehungsweise, wenn wir jetzt Gas geben würden, wenn wir hier sind, würde der Moon gerade auf der anderen Seite sein. Das wäre ein bisschen blöd. Und da wir das nicht wollen, beschleunigen wir die Zeit. Slightly. Hier sehen wir unsere Sonde, die damals alles rausgefunden hat. Und wir spulen quasi zum nächsten Tag, um dann rechtzeitig den Time Warp wieder zu beenden. So. War schon ein bisschen weit, hätte schon ein bisschen eher bremsen können, aber ist egal, wir schaffen es trotzdem, haben genug Sprit. Oder sollten genug Sprit haben, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich nehme es mal an. Also, alles an, jawohl. Das ist so eine Art Saturn 5, wenn man es von hier unten anschaut, mit noch ein paar Boostern. Und natürlich eine ganz andere Oberstufe und einer ganz anderen Zweitstufe. Ich habe hier noch eine Stufe draufgesetzt, also das ist eine zweistufige Rakete mit unserem Lander oben drauf. Und dann legen wir mal los. Start. Und schon heben sie ab. Und schnell kommen wir auf 100 Meter die Sekunde. Und auch steht ziemlich schnell auf 200 Meter die Sekunde und jetzt nehmen wir Gas weg. Weil wir hier so schnell werden, ist natürlich die Reibung durch die Luft so groß, dass wir sinnlos Sprit verfeuern. Deswegen erstmal ein bisschen langsam angehen lassen, das Ganze. Und dann, wenn die Booster weg sind, dann können wir ja wieder Vollgas geben. Die Atmosphäre wird dann ungefähr bei 10 Kilometer dünner. Dass man da wieder richtig beschleunigen kann. So, jetzt sind die Booster gleich ausgebrannt. So. Und ich gebe Gas. Und da fallen sie runter. Und diesmal haben sie sich nicht getroffen, berührt.
Also gibt es keine Explosion in der Luft. Die können höchstens noch den Startrahmen zerstören, aber das lassen wir jetzt mal außen vor und beschleunigen nach oben. Jetzt haben wir schon eine ordentliche Geschwindigkeit drauf. Aber wie wir in der letzten Folge gesehen haben, brauchen wir ja über 2500 Meter pro Sekunde, um den Moon zu erreichen. Jetzt haben wir gerade mal 700, aber sind jetzt schon in der oberen Atmosphäre. Hier sieht man übrigens diese blaue Anzeige, wie dicht die Atmosphäre ist. Und da sieht man auch, dass man uns jetzt in ganz dünnen Schichten befindet, in 40 Kilometer Höhe. Auch wenn der Weltraum erst bei 70 Kilometer im Kerbal Space Program losgeht. Na, jetzt haben wir schon 1170 drauf. So, und wir sind aus der Atmosphäre raus. So. Jetzt würde ich mal sagen, weg mit dem Fairing. Entfalten. Genau, jetzt sehen wir unseren Lander. Und jetzt sprengen wir unsere Unterstufe ab und geben noch weiter Gas, damit wir auch schön zum Moon kommen. Und mit so einer niedlichen Oberstufe, beziehungsweise im Vergleich natürlich zur Unterstufe, kann man viel besser. Oder sieht das gleiche, ein bisschen proportionierter aus. So, und die 2000 sind geschafft. Jetzt gucke ich mal auf meine Belegung. Ich habe Action Groups vergeben. Und die Solarpaneele können wir jetzt ausfalten. So, 2400. Jetzt gucken wir uns das Ganze auf der Karte an. Hoffe natürlich, der Sprit reicht. Ich habe auch keine Berechnung angestellt, habe einfach so nach Gefühl. Ich mache das immer nach Gefühl, das Ding gebaut. So. So. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen tarieren. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel wir noch haben. Naja, Hälfte von dieser Stufe, das reicht noch fürs Einbremsen. Vielleicht sogar zum Teil fürs Landen. Schauen wir mal. Aber. Jetzt schauen wir uns das wieder am Moon an, indem wir hier die Ansicht drauf zentrieren. Ja, und wir wollen uns natürlich die nördlichen Easter Eggs angucken, die hier sind. Ich hoffe, sie sind da nicht im Dunkeln, aber müssen wir auf jeden Fall auch wieder eine polare Umlaufbahn anstreben. Also geben wir ganz lightly ein bisschen Gas, dass wir genau drauf treffen. So, noch ein bisschen. Das war schon ein bisschen viel. Ah ja. Wenden wir halt nochmal. Ja, und man kann ja auch die Ausstoßgeschwindigkeit dieses Triebwerks begrenzen, indem man es ganz klein macht. Und wenn man da nur wenig Gas gibt, dann ist es natürlich verhältnismäßig nur ein ganz kleines Schipschen, was man dann gibt. Außerdem verbraucht man nicht so viel Sprit. So, also ein kleines Schipschen zurück. Genau. Kann man es besser steuern. So, und jetzt müssen wir es natürlich, wir wollen ja nicht einschlagen auf den Moon. Müssen wir es noch ein bisschen anheben. Ja, wieder das Problem mit dem. Gerade habe ich ihn gesehen, den blauen Punkt. Ha. Jetzt Manöver hinzufügen. Und dann können wir uns das hier anschauen. Wir wollen oben rum raufkommen. Also ungefähr so. Diesmal brauchen wir nicht so einen riesen Abstand. Da reichen die 36 Kilometer Höhe. Aber wahrscheinlich ist eine Umlaufbahn schon ganz gut. Ich könnte natürlich auch direkt die Landestelle anfliegen. Aber bis wir dort sind, ist der Moon schon weitergewandert und möglicherweise ist es auf der Nachtseite. Wir wollen aber am besten natürlich landen, wenn das Ding auf der Tagseite ist. So. Also ein bisschen ausrichten. Ganz langsam. Naja, nicht ganz so langsam. Ich gebe ein bisschen mehr Gas.
Da fliegen ein paar quasi oben drüber. Noch nicht, noch wird man immer noch aufschlagen. Jetzt wird man fast in unser Landegebiet kommen, wenn wir es so lassen. Aber wie gesagt, der Mond dreht sich ja weiter, beziehungsweise bewegt sich weiter. Und das reicht. 24 Kilometer reicht. Wichtig ist ja eher, dass man nicht auf den Mond einschlägt. So, das ist unsere Konfiguration nochmal. Ist nur ein Einmannländer. Damals mein erster Strider, hatte ich den glaube ich genannt, hatte 4 Ausleger, 4 Triebwerke auf Duna und hatte natürlich eine Dreimannkapsel oben drauf. Aber da wir jetzt nur die relativ einfach zu erreichenden Moon Easter Eggs besuchen wollen und nicht den ganzen Planeten erkunden, reicht uns diese geringe Konfiguration für heute mal aus. So, jetzt haben wir richtig gezielt und jetzt müssen wir natürlich noch Zeit ein bisschen vorspulen, damit das alles nicht so ewig dauert. So, nur wieder die Kugel irgendwie setzen, beziehungsweise wir spulen einfach mal ein ganzes Stück die Zeit nach vorn. Wenn er umso näher herankommt, umso langsamer wird er. Ja, wenn er hier auf Null ist, ist er hier oben und wird dann wieder von Kerbin zurückgezogen. Aber bevor wieder sich Kerbin weit genug nähert, ist er natürlich schon im Einflussbereich des Moon. So. Man sieht jetzt wieder langsamer. Und jetzt fällt er zurück und wir spulen ein bisschen langsamer. Was sagt er? Noch eine Stunde ungefähr. Die Stunde spulen wir auch ein kleines bisschen vor. So, gleich erreicht. 7 Minuten. Ah, noch ein bisschen schneller. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir treffen. Ja. So. Man sieht, unser Easter Egg, was wir besuchen wollen, ist schon auf der Nachtseite zumindest fast. Bis wir dort sind, ist es dort finster und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen es, wenn wir uns schon Easter Eggs angucken, wollen wir es auch beleuchtet anschauen. Also setzen wir hier unser Manöver so und bremsen das so ein, dass wir möglichst, naja, einen kreisförmigen Orbit kriegen. So, wunderbar. Ausrichten. Der Rover benutzt jetzt die neuen Räder, die man auch klappen kann, aber das Klappen macht gerade in dieser Konfiguration nicht unbedingt Sinn. Deswegen habe ich die schon in ausgefahrenem Zustand, die Rover-Räder. Ne? Das sind die DLC-Räder, die jetzt praktisch neu mitgekommen sind. Sind relativ leicht. Sind den Rover-Rädern der Apollo-Mission 15, 16 und 17 nachempfunden. So, wie viel brauchen wir? Eine Stunde, 3 Minuten. So lang soll die Folge nicht werden. Also müssen wir die Zeit wieder beschleunigen, zum nächsten Manöver fliegen und gut ist. Geschätzte Zündung 56 Sekunden. Das ist natürlich übertrieben. Aber er schätzt das so, weil ich natürlich hier runtergedreht habe. Gedrosselt. Jetzt drosseln wir aber nicht. Jetzt geben wir wieder volle Power. Und sinken noch weiter ab. So, und ich würde mal sagen, bei, sagen wir mal, 20 Sekunden oder so, können wir mal Schub geben. Ja, jetzt haben wir 25 Kilometer und wir sinken immer noch weiter, das ist gut. Jetzt testen wir mal aus. 10 Sekunden noch, bis wir kreisförmig sind. Also, Feuer frei. Rechtzeitig wieder ausmachen. So, vielleicht. Gucken. Ja, noch ein Stück. Fein justieren. Jetzt A, P und PE ungefähr gleich weit entfernt sind und das ist jetzt ungefähr geschafft. So. Also wir sind 22 zu 28. Das ist für unsere Bedürfnisse voll okay.
Ja, und jetzt heißt es einfach die Zeit so weit vorspulen, dass die wieder rumkommen und ins Licht kommen, beziehungsweise unsere Bahnen langsam kreuzen. Ja. Aber wenn wir jetzt sprühen wollen, ja, kann man ja machen. So, unter 25.000 kann ich schneller als 50. Wir wollen aber natürlich jetzt nicht so lange warten in dieser Geschwindigkeit. Deswegen gehen wir vielleicht einfach zu unserem Scansatz. Scansat. So, wechseln. Gehen hier in die Karte. Und da lässt sich einfacher spulen. Wir wollen aber trotzdem auf den Mond zentrieren, damit wir uns das besser angucken können. Na. Na dann mit der Tabulator-Taste durchschalten, bis wir den Moon haben. Jetzt haben wir Kerbin, jetzt ist der Moon im Zentrum. So, da können wir uns unsere Easter Eggs angucken, beziehungsweise wo unser Lander rumschwirrt und in einer vernünftigen Geschwindigkeit vorspulen. Also vernünftige Geschwindigkeit, da meine ich ganz schön, schön vernünftig schnell. Man sieht, wie schnell sich das jetzt rumdreht, bis es wieder ins Licht kommt. So. Bisschen langsamer. Jetzt ist es ganz dunkel, aber weil Kerbin davor hing. So, jetzt haben wir hier natürlich zwei Easter Eggs. Welches nehmen wir? Ich denke mal, das untere könnte das neue sein. Ich hoffe, man erwartet nicht zu viel von diesem Easter Egg. Es ist, glaube ich, jetzt nicht, naja, nicht besonders spektakulär. Aber trotzdem, wir werden mal probieren, dort zu landen. So, und wenn wir hier landen wollen, dann bremsen wir hier ein Stückchen ab. Ne, in die andere Richtung. Also auf den blauen. Aber bis wir dort sind, wird sich der Moon vielleicht noch ein bisschen drehen, damit wir noch, dass wir noch ein bisschen nachkorrigieren müssen. Aber ich drehe schon mal unser Schiff in die richtige Richtung. Bin gerade noch am Südpol. Sieht, das ist ein bisschen unebenes Gelände dort. Sprühen mal bis hierher vor. Gut, und jetzt können wir den Winkel noch ein bisschen nachjustieren. Und ein bisschen drüber hinaus wollen wir auch schießen. Aber dann hier noch ein bisschen korrigieren. Aber erstmal, dass wir grob die Richtung erwischen. So. Noch eine halbe Minute reichlich, so viel werden wir nicht brauchen. Geben wir mal bei 20 Sekunden Gas. Brauchen eigentlich nur zwei, also warten wir noch ein kleines Stück. So, und jetzt schauen wir mal rauskommen. Gut. Dann wird man als nächstes hier vielleicht nachkorrigieren. Also jetzt geht es schon mal abwärts. Und das für die nächsten 3 Minuten, die man natürlich jetzt auch nicht abwarten, sondern spulen wieder Stücke vor. So. Und dann kann man schon schauen, ob man das Ziel schon blinken sieht. Hier hat gerade was. Da blinkt, was manchmal sieht man was blinken, nämlich wenn man sich so einem Easter Egg nähert. Aber manchmal ist es auch nur eine Unebenheit in der Darstellung. Aber die Easter Eggs sind meistens vom Weltraum aus irgendwie durch Blinken zu erkennen oder durch eine Reflexion. Aber wahrscheinlich erst, wenn man näher dran ist. Könnte auch dort hinten was sein. Na, schauen wir mal. So, mal ein kleines bisschen beschleunigen. So. Gucken wir uns das in der Karte an, damit wir es genauer treffen. Es ist nämlich zu weit, was hier eingestellt worden ist. So dürften wir ungefähr drüber hinauskommen. Und jetzt wird man hier den Schub reduzieren.
so dass wir ziemlich genau da runterkommen. Und jetzt heißt es natürlich, genug abbremsen, damit wir dann in Ruhe nach dem Ding Ausschau halten können. So, Feuer frei. So, sehen wir schon was? Wollen nicht auch zu lange warten, nicht dass wir kurz über den Boden einfach nur bremsen. Weil wir müssen ja auch die Stufe loswerden. So. Das reicht. So, haben wir noch ein Stück. Man sieht, die Stufe fällt, die ist noch 300 Meter und ist noch nicht aufgeschlagen. Jetzt. Hoffentlich trifft sie uns nicht beim wieder hochkommen. Na, knapp. So, schön sanft. So, und wir sind gelandet. Ah ja, zappeln noch ein bisschen. Und die Überreste unserer Zubringerstufe ist auch da. So. Schauen wir uns erstmal um. Da ist unser Lander. Also ich sehe hier erstmal kein Easter Egg in der Nähe. Aber das könnte man ja rausfinden. Ah, das knallt immer noch. So. Er muss ja hier in der Nähe sein. Jetzt warten wir erstmal, bis unser Satellit wieder an der richtigen Stelle steht. Beziehungsweise wir schauen uns hier mal um. Den Wegpunkt, können wir den als Ziel setzen? Navigation aktivieren. Okay. Erstmal unseren Rover abdocken. Aber vorher Bremse anmachen. So, jetzt die Leiter ausfahren. Hier ist die Leiter. Leiter ist das. So, und raus mit dir. So, jetzt steigen wir hier ein. Genau, und jetzt ganz vorsichtig. Erstmal ein bisschen drehen, dass wir nicht direkt aufs Triebwerk zufahren. So, Licht an. Bremse aus, ein kleines bisschen vorwärts fahren. So. Haben wir ja Navigation an, aber was das macht. Ich mache mal meinen Körpernetzzugang wieder an, ob der mir was hilft. Nö. Wir müssen jetzt nach Norden, wie es aussieht. Na, gehen wir mal nach Norden. Ach da,
Okay, das ist die Navigation. Das wird angezeigt. Weiß bloß nicht, wie genau das hier war. So, also Bremsen lösen und auf geht's. Nee, Bremsen habe ich noch nicht gelöst. Jetzt geht's auf. Vorwärts. Dann gucken wir mal, ob wir da was finden. Ein Easter Egg im Norden. Weiß ja leider auch nicht genau, wie weit das entfernt ist, das Ding hier. Machen wir so. Nicht zu schnell, das muss reichen an Geschwindigkeit. Ach so, was wir natürlich noch machen, weil es cooler ist. Was, was, was? Warum hat er das deaktiviert? Stopp, stopp, stopp. Muss ich mal gucken, was das jetzt für. Er braucht wahrscheinlich, liegt hängt es an der Energie, aber nee, Strom ist da. So, die Richtung. Drehen, drehen, drehen. Noch sehe ich nichts. Aber wenn es hier ist, muss es hier irgendwo in der Nähe sein. Wir bremsen den mal ab, sodass wir wieder näher an Kirby rankommen. So genauer beurteilen können, vielleicht, ob wir an der richtigen Stelle sind. Sehen, was das ist. Wegpunkt. Okay, das ist ja dort, theoretisch, wo wir gerade sind. Wechseln wir mal wieder zu unserem Rover und schauen nochmal in die Karte. Oh, das ist jetzt wieder ein Stück weiter drüben. Okay, na dann drehen wir nochmal und geben noch ein bisschen Gas. Hauptsache, die Sonne geht nicht vorher unter. Da war unsere erste Messung zu ungenau. Quasi. Ist ja doch noch ein Stück entfernt. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo es eigentlich sein sollte. Da unten. Ha! Guck mal. Bremse rein. Ich habe es tatsächlich gefunden. Tja. Nun stehen wir hier am Hang. Müssen wir versuchen, hier ganz vorsichtig zu fahren. Dass er, wenn er den Hang runterfährt, nicht zu schnell wird, sonst. Also, wir haben ein Easter Egg gefunden, auch wenn es ein bisschen schwierig war zu orten. Aber warum der Körtnet-Zugang hier nichts findet? Jetzt, aber. Weiß ich auch nicht, ob das das Richtige ist. Eigentlich müsst ihr ja im kleinen Erfassungsbereich was sehen. Na, wir schieben das mal hier rüber und gucken. Und immer ein bisschen bremsen. So, also das neue Easter Egg ist eine grüne Squat-Stele. Ja, deswegen ist es nicht besonders einfallsreich gewesen von Squat, was das Easter Egg angeht.
Und um es zu finden, mussten wir jetzt unsere Sonde ein bisschen, naja, zur Landung zwingen. Erhöhte Sensorreichweite. Ja, ja. So, wenden. Da sind wir. Der Wegpunkt hat zwar nicht hundertprozentig gestimmt, aber ungefähr. Also schauen wir uns das Ding mal von Näherem an. Also Sitz verlassen. Tja, man kennt Quadstelen als Easter Eggs, aber diese hier sind grün. Ha, seit 1.2 im Spiel. Und Shep freut sich, dass er es gefunden hat. Jetzt wollen wir mal gucken. Ob wir da drauf landen können. Wunderbar, das war dann war mal gut aufgesetzt, Chap. So. Okay, also wir stehen auf der Quadstele der Grünen und die ist bei jedem neuen Spielstand an einer anderen Stelle. Also und wie man sie findet mit Sportmittel haben wir jetzt gesehen, es ist schwierig. Ja, aber was hat es mit der auf sich? Also sie, außer dass sie grün ist und an einer anderen Stelle steht. Als Quadstelen sind ja nicht besonders eindrucksvoll. Obwohl das Grün schon nicht schlecht ist. Grün für hinten leuchtet so. Aha. Ah, von hinten ist er leuchtend. Und wenn wir jetzt mal. Ne, pflanzen erstmal unsere Flagge. Vielleicht geht das ja. Flagge aufstellen. So, okay, jetzt gucken wir mal, ob er eine Bodenprobe nehmen kann. Lass mal das, nee, nicht Eva Suite, Eva Bericht. Bericht von Moons Binnenland, der Staub breitet sich überall aus, wunderbar. Und eine Oberflächenprobe, nee, macht er auch von dem Ding nicht. So, was ist noch, was die Squadstelen noch haben, die schalten im, im Karrieremodus Technologien frei, also die Grünen. Habe ich mir zumindest sagen lassen, da das jetzt nicht Karrieremodus ist, können wir das nicht überprüfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das der Wahrheit entspricht. So. Drehe mich mal ein bisschen zu uns, dann haben wir nämlich ein wunderschönes Bild. Ja, ist das nicht ein schönes Abschlussbild? Weil jetzt die Rückreise, die mache ich heute nicht mehr, weil es war sehr kompliziert, hierher zu kommen. Das nächste Mal schauen wir uns dann möglicherweise ein anderes Easter Egg an. Aber bis dahin sage ich mal Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier. Hey! Ja! Oh ja, jetzt guckt er ein bisschen verkniffen, ne? Der liebe Chap. Gut, aber wir haben es gefunden. Also ist möglich, mit Körbnetz zuzugreifen, war das nämlich auch erst mein erster Versuch, Easter Eggs ausfindig zu machen. Deswegen war es ein bisschen schwieriger. Gut, also dann, tschüssi.